Okay. Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Hier ist Kommentier wieder und hier der andere Typ spielt wieder. Ich weiß, ich habe seinen Namen immer noch nicht genannt, muhahaha, aber er spielt jetzt einfach nur dementsprechend. Ist ernst, habe. Hat er ganz richtig gesagt, hör jetzt aus. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel und tun dazu, durch die Gegend rennen und probieren Level zu beenden. Und ich muss ans Telefon. Dementsprechend mach ich mal kurz den Ton weg. Gleich sind sie wieder da. Weißt du, bei der Software ist, wenn man das Bild dann irgendwie vergessen hat, aufzunehmen, braucht man nur zurückzuspulen und dann nimmt das andere auch noch auf. Das ist praktisch an dieser Firma, weil davor hatte ich eine andere Capture-Karte, die kacke war. Da ging das nicht. Genau, so ungefähr. Gut, ich meine, ihr habt ihn immer noch spielen gesehen. Ah, ich habe halt nur nicht geredet. Also, okay. Ja, dann. Hätte sie es eigentlich auch vorspielen können. Wenn ich jetzt geschaut habe, die eine Minute. Selbst schuld. Ja, ich kenne es auch, ne? Man probiert so einen Kreis voll so färben. Und dann braucht man 3-4 Versuche, bis das erst funktioniert irgendwie. Ich weiß. Okay. So, da haben wir Anzeige. Was wir das letzte Mal erwischt haben und jetzt fertig machen werden. Ach Gott, da kommt noch ein zweites. Oh mein Gott. Jetzt werden Dreier zu Item ganz gut. Weil mit dem ersten Zusprung machst du den einen halben Zeiger noch fertig. Mit dem anderen Zusprung. Das ist natürlich auch nice. Hoffe ich nur, dass die Hammer jetzt nicht zu abgenutzt sind und abfallen. Weil das wäre dann eher nicht so effektiv. Wir werden es aber sehen. Alles klar, das nennen die mal abgenutzte Hammer, ne? Das. Easy. Easy. Nice. Nimm die Karte, Digga. Dann bekommst du den Zeiger aus deiner Hilfe. Das sind so besondere Karten. Die bekommt man nicht so oft. Die wollen es wirklich aufbewahren für besondere Ereignisse. Der, wenn er irgendwann der erste Boss kommt und so weiter. Maximaler Farbhochstand erhöht, das ist nice. Zuerst waren es 180, jetzt ist es 200. Dann sammeln wir schnell den Rest ein und mach alles farbig, was nur geht. Obwohl wir gerade Farbe haben. Oh nice, wieder eine Karte. Das lohnt sich. Und zwar gewaltig. Hier haben wir die Toadette. Sei gegrüßt, Mario. Von dir steht der Anführer der lila Rattatoads, auch vor dir. Alles klar. Man hat uns gerufen, weil niemand an diese Wand heraufkommt. Niemand außer uns ist in der Lage, dies Hindernis zu überwinden. Ich dachte, die wären nicht. Ah. Wenn du also. Aha.
Ja, also er findet die Reiter-Toads ganz toll. Lila-Toads, das ist auch mal was anderes irgendwie. Als ständig nur diese roten Toads. Das ist mal ein Unterschied. Eindeutig. Jetzt ist nur die Frage. Stimmt, echt nämlich der Stern, den wir noch brauchen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Nein, bist du nicht, nicht jetzt. Und Gamepad. Dann werde ich dir wohl das Kabel da gleich hinbauen müssen, bevor der Akku leer geht. So, das Gamepad haben wir jetzt auch zum Laden gebracht und können jetzt dementsprechend weiterspielen. Und jetzt gibt es ordentlich aufs Maul, wo ihr merkt. Ja, ganz ehrlich, einmal Hammerschlag und die sind platt. Das ist easy peasy. Da ist wieder, Alter, viel rote Farbe, logischerweise, nachdem die rote einmal beides hatten. Da freuen wir uns natürlich. Stimmt, das ist ein Feuerlöscher. So wie in der Schule, so, der irgendwie. Dann ist das so 30 Feuerlöscher. Stopp, da ist eine Blume, die müsste eingefärbt werden. Die ruft: Hilfe, Hilfe, färb mich ein, färb mich ein. Und dann machen wir es halt. Ja, das ist ja klar. Ja, das ist Safe State. Ist ganz gut, dass ich das mal so speichern. Ja, aber wenn jetzt die Konsole komischerweise ausgehen würde, wäre es gespeichert. Ich weiß nicht, ich glaube im Café war es mal einer. Der Toast ist nicht ganz so happy. Kannst du schon einen Kraftkaffee kaufen? Auf jeden Fall leben. Aber der Toad hätte zurückerlich ein happy sein können. Dass wir dem was gekauft haben, ne? Und das dann so seine einzigsten Kunden. Die Schirme wieder, die an der Erde stecken wie Pfeile, ey. Halleluja! Wo sind die Toads? Wo haben die sich versteckt? Also eigentlich sind die doch im Toadhaus oder sonst irgendwo im Pilzkönigreich. Alter, ich freue mich auch schon richtig drauf bei Super Mario Run. Da gibt es so einen Modus, den Pilzkönigreich-Builder. Da kann man sein eigenes Pilzkönigreich erstellen. Mit der Castle und alles. Das heißt, am 2. Dezember für iOS. Leider nur für iOS. Was für ein Glück, dass ich ein Apple-Gerät habe. Mal am Rande. Nun konzentrieren wir uns wieder auf Paper Mario Color Splash. Denn wir suchen 2 Toads. 3 Toads. 2 oder 3. Ist doch alles dasselbe. Die müssten sich irgendwo aufhalten. Wie sind wir eigentlich vorher nicht ins Haus reingegangen? Dann ja, machst du mal ein. Das hat es mir gerade gemütlich gemacht. Als auf einmal eine ganze Horde Toads hier reinkam. Es waren zu viele da, dass ich mich ins Trank verziehen müsste. Und das in mein eigenen Haus. Alles klar. Ja, da freut man sich, wenn man so tatsächlich vor, ne, du wärst irgendwie ein Haus und dann kommt da. Na, und dann kommt da. Ich glaube, die sind so lieder, ne? Aber stell dir vor, du kommst in ein Haus, du bist in ein Haus, plötzlich kommen so 20 weitere selbe Gesellen von dir in dein Haus. Das wäre ja schrecklich. Ja, wo du gleich einen epileptischen Anfall bekommen, ey. Ich glaube nicht. Was hatten diese
Das hat der Tod-Tante da gesagt. Drei junge Kollegen. Aber ich glaube schon, dass die hier nicht im Level sein müssten. Geht immer zu dahin und fragt die nochmal. Es hilft auch, wenn du bei der bist, wenn du dann den Farbeimer rausholst, weil der gibt dir dann halt so Tipps, wo die sein könnten. Und ja, das sage ich erst jetzt. Das weiß kein Mensch. Hm. Vielleicht sind die Retter dort gerade bei irgendeiner Rettermission oder so. Who knows? Damals mal wieder die eine. Was sagt denen jetzt? Ja, und jetzt probier mal die Reste. Jetzt probier mal die Reste, die Reste Steuer, die nach oben geht. Ne? Der sagt jetzt irgendwas. Okay, der sagt nur was zur Wand. Ja, aber. Ja, wo sind denn diese Ritter Toads? Wieso finden wir die nicht? Das muss man jetzt mal überlegen. Irgendwo müssen die es verstecken. Und wir werden sie finden. Aber allerdings erst im nächsten Part. Schnelligkeit vergeht. Wir waren schon wieder eine Viertelstunde, zumindest eine halbe Stunde dabei, Paper Mario Color Splash zu spielen. Zeit vergeht im Flug. Okay, Leute, mit diesen Worten. Danke fürs Zusehen vor diesem Part. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Okay. Hi, Leute. Willkommen zu Let's Play Paper Mario Color Splash, im neuen Part. Mal wieder tue ich nur kommentieren. Und ey, hier. Sag ein Wort. Spielt. Richtig. Und dann bekommt man so ein Farbei. Das ist voll korrekt. Das ist dann so die Retter-Toads erscheinen. So, die Retter-Toads! Alter, ja, wäre es nice gewesen. Ich glaube, ich stopp mal. Du hast das jetzt zugespeichert, ne? Ich weiß, ich glaube aber schon, dass die. Moment mal, wer sagt eigentlich, dass sie in dem Level hier sein müssen? Sagt keiner. Es wäre zwar naheliegend, aber es sagt halt keiner, dass dem wirklich so ist, ne? Das ist halt einfach so die Tatsache. Digga. Vorhin waren wir auch schon bei diesem Tod, wo wir jetzt einen Kaffee bezahlt hatten, ne? Da waren wir vorhin auch schon. Da hat der Tod dann so gesagt, wie wir nichts wollten. Es war bloß nicht so schnell wieder vorbei. Der ist so abnormal unfreundlich irgendwie. Schau mal, da ist doch so ein. Da, siehst du? Ich glaube, der hat so drauf drücken müssen. Das war doch die. Meinst du? I'm not sure. I am not sure. War die, ne? Okay, dann wird es wohl zum ersten Level sein. Vielleicht sitzen die schon einen Kaffee da hinten beim Kaffee und trinken Kaffee oder so. Zutrauen wurde es das schon alle mal. Ach, wir trinken gerade was, wie ihr seht. Kommentieren macht durstig und spielen noch mehr. Das ist dieser Brunnen, der war im ersten Part ganz entscheidend. Aber Port Prisma ist eigentlich auch so eine nice Stadt irgendwie. Die erinnert mich leicht so an San Francisco irgendwie mit dem Meer und allem drum und dran. Beim besten ist der echt immer noch Mario Kart 8 Totale. So, der Beste zum Tod gegangen, der die das Boxen, das gegen Gegner wehren. Beibringt. Habe ich noch nicht gemacht, aber das ist eigentlich relativ unnötig, weil es ist
eigentlich wirklich selbsterklärend, wie man gegen die Gegner sich wehrt. Das könnte man wissen. Was, das Level hier? Ja, ich habe halt den ersten Stern geholt, das was wichtig war, um weiterzukommen. Nice. Ja, ich bin ja auch dumm. Der hat ja auch neulich gesagt, dass er der Anführer ist. Ja. Der sagt nur, wo die halt so alles sind, dass der Club davor setzen denn. Und die konnten jetzt hier halt überall so sein. Aber dann war das da eines mal von den dreien vielleicht sogar. Der ist ja der Vorsitzende. Vielleicht war das eine das mal die erste. Da ist ein Tod auf dem Boden. Tu den mal mit Farbe machen. Mach den mal zu Farbe. Und da ist auch noch was auf dem Boden. Kümmer dich erstmal mit Tod. Der Tod, die haben mich gerettet. Na, jetzt müsst ihr uns aber schön danken. Dessen erzählt er, wie er eingeschläfert wurde. Das interessiert jetzt auch jeden gerade voll. Ja, genau, jetzt denke ich mir das auch. Alles klar. Denke ich mir gerade echt nur so, alles klar. Digga, lass mal.